Nicole hatte einen sehr lauten Tinnitus und Gesichtsschmerzen und das hat geholfen. Nicole hatte seit über 11 Jahren einen sehr lauten Tinnitus-Ton auf einer Seite, der sie unheimlich belastet hat während der Arbeit. Dass sie gemerkt hat, dass der Stress immer angestiegen ist, während sie diesen Tinnitus hatte und sich damit natürlich auch nicht auf die Arbeit konzentrieren konnte. Dazu kam, dass sie einseitig Gesichtsschmerzen so hier am Kiefer hatte. Sie konnte sich kaum ins Gesicht fassen. Also immer wenn sie sich gewaschen hat oder Make-up aufgetragen hat, hatte sie wahnsinnige Berührungsschmerzen. Und dazu kam noch, dass sie seit ein paar Monaten intensiven Rückenschmerz entwickelt hatte, das vom Steißbein bis runter in die Fußsohle gezogen hat und was unheimlich belastend war. Und sie wusste, ich will aussteigen, ich will diesen Tinnitus loswerden, ich will stressfreier auf Arbeit agieren, ich will mich wieder ganz normal waschen können, anfassen können im Gesicht und ich will auch diese Rückenschmerzen loswerden. Und dann ist sie natürlich losgegangen und hat dagegen was getan. Sie hat erstmal angefangen mit normalen Physiotherapien und mit Osteopathiebehandlungen. Sie hat sehr viele Behandlungen versucht. Einmal gegen den Rücken, da wurde der Rücken etwas besser. Dann hat sie es wieder versucht, eher beim Tinnitus einzuschalten. Da hat sie mal ein schwankendes Tinnitus erlebt, aber der Kammer wurde zurück. Währenddessen kam aber auch der Rückenschmerz wieder verstärkt. Dann hat sie mal angefangen, die Gesichtsschmerzen in den Griff zu bekommen oder wollte sie besser gesagt in den Griff bekommen und hat dadurch Therapien gemacht. Aber auch da hat sie gemerkt, okay, irgendwie tut sich was, aber währenddessen wird mein Tinnitus wieder lauter. Und so ist sie immer hin und her in diesen endlosen Spiel geraten, dass sie immer nur einen Spezialisten aufsuchen konnte, der eine Sache gemacht hat, aber der die anderen Sachen links liegen gelegen hat und die anderen Sachen sind dadurch mehr geworden. Und sie ist irgendwann total verzweifelt gewesen, weil sie sagte, okay, ich kann doch jetzt nicht alles angehen, oder? Geht das? Und es verschlimmert alles wieder. Und daraufhin hat sie einfach gesagt, okay, ich muss wahrscheinlich mich damit abfinden, dass ich nur einer Sache nachgehen kann und nur eine Sache hier gebessert werden kann. Und hat sich damit schon abgefunden gehabt, bis sie aber dann aktiv mal gesucht hat auf YouTube. Und sie hat gesucht, was kann sie denn selber jetzt noch gegen den Tinnitus tun? Und da ist sie auf ein Video von uns gestoßen und hat eine Übung gemacht gegen den Tinnitus, die ich gezeigt habe. Und diese Übung hat bei ihr ein schwankendes Tinnitus gebracht. Und hat sie gesagt, okay, also irgendwie scheint die was zu können. Und hat sich bei uns gemeldet, hat mir ihre Geschichte erzählt und hat mit uns gearbeitet über 3 Monate lang. Und in dieser Zeit der Zusammenarbeit ist Folgendes passiert. Der Tinnitus ist fast in den Hintergrund gekommen. Der Gesichtsschmerz, der war so, dass sie sich anfassen konnte, aber er war noch etwas vorhanden. Der Rückenschmerz war komplett weg. Sie war super zufrieden, weil sie wieder ohne diesen lauten Tinnitus agieren konnte. Sie konnte wieder konzentriert, energiereich im Büro sein, ihrer Arbeit nachgehen. Sie konnte auch wieder sich zumindest anfassen ins Gesicht und sie hatte nicht mehr diese einschränkenden Rückenschmerzen, die ihr nicht mehr erlaubt haben, ihrer Sportart nachzugehen. Und das ist ein super Ergebnis. Wenn du denkst, es ist unmöglich, das kann doch irgendwie nicht funktionieren, das ist doch irgendwie nur bei Nicole möglich. Doch, es ist natürlich möglich, auch bei dir, egal wie lange du deine Beschwerden hast und egal wie komplex diese sind. Buch dir gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns, wir lernen deinen Fall kennen, wir geben dir die richtigen Schritte an die Hand und dann kannst du genau solche Ergebnisse wie Nicole erzielen.